Willkommen hier in der Bayer Arena, liebe Zuschauer. Das Wetter ist gut. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Die Chance. Wirtz. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Den Ball hat er. Ganz souverän. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Jonathan Tah spielt mit Edmund Tapsoba in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. Sie gehen dazwischen. Und er geht an ihm vorbei. Könnte die Führung werden. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Das hätte der Torhüter besser lösen müssen. Kann er normalerweise auch. Das kennen wir besser von ihm. So ist die Lücke da. Und so fällt das Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Nummer 19, Musa Diaby. Leverkusen macht das immer wieder richtig gut in den letzten Jahren. Man schafft es ein ums andere Mal auch spielerisch zu glänzen. Ja, ist schon klasse, wie da gearbeitet wird. Stellen die Mannschaft immer wieder gut zusammen. Moment, jetzt können es gleich krachen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Super, wie er sich durchsetzt. Gefährlich jetzt. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schick. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Ja, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Tor!
Der Leverkusener Sieg wird immer realistischer. Damit liegen sie hier schon mit 3 Toren vorne. Schöne Aktion. Da kann er erstmal klären. Es gibt Einwurf. Das gibt Freistoß für Bayer. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Das hat er geahnt. Jetzt ist der Platz da. Radetzky hält. Dem hier bei. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Machen Sie konsequent da hinten. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Leverkusen mit dem Foul. Freistoß. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Jetzt kommt die Flanke rein. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Eck in den Strafraum. Gut geblockt. So, und das nächste Tor. Und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. 4 Tore. Die lassen hier nichts mehr anbrennen. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch, perfekt. Ja, Zuversicht sieht anders aus, seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Außenfilm. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Anstoß Bayer. Und damit... Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Flanke kommt in die Mitte. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt. Einfaches Ding für Radetzky. Bakker. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Da ist er alleine durch. Gutes Stellungsspiel von Tah. Er hat den Ball. Das macht er super mit Technik. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt vielleicht. Das war die Chance auf den Dreierpack. Ja, hier vergibt er, aber ist natürlich trotzdem ein klasse Spiel von ihm. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben.
Auswechslung bei Bayern 04 Leverkusen. Vom Feld gegangen die Nummer 8, Robert Andrich. Neu auf dem Feld die Nummer 25, Ezequiel Palacios. Halbe Stunde noch, dann, das macht er gut. Ja, kein gutes Timing bei diesem Lauf, abseits. Schick. Jetzt die Flanke. Ball draußen, gibt Abstoß. Da kommt noch mal das Tor in der Wiederholung. Das sieht vielversprechend aus. Muss er besser machen. Ecke. Es gibt einen Wechsel. Jetzt die Ecke. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Problem. Bellarabi. Ganz stark abgeblockt. Machen Sie halbherzig. Das könnte sich hier rächen. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Sie stören früh. Da ist der Ball. Eine super Parade, verhindert das Tor, tolle Szene, extra Lob. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend, offensiv, eine klasse Leistung. Und da kommt der nächste Angriff, sie wollen weiter nachlegen. Ist hier immer noch am Ball, die Gelegenheit, gut aufgepasst vom Torhüter, den Ball hat er. Da trennt er ihn fair vom Ball. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Leverkusen verliert den Ball. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Karim Bellarabi. Gut verteidigt. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Sie nehmen den Wechsel vor. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Eckstoß also. Wechsel bei Leverkusen. Jetzt kommt die Ecke. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Es ist ein deutlicher Sieg geworden und das hat natürlich seine Gründe. Sie waren eigentlich in allen Belangen überlegen und konnten diese Überlegenheit dann eben auch in Tore ummünzen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend.
hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Und er geht an ihm vorbei. Könnte die Führung werden. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so. Super, wie er sich durchsetzt. Gefährlich jetzt. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Schick. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Ah, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Eck in den Strafraum. Gut geblockt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt vielleicht. Das war die Chance auf den Dreierpack. Ja, hier vergibt er, aber ist natürlich trotzdem ein klasse Spiel von ihm. Ganz stark abgeblockt.